Willkommen zurück zu Frostpunk. Eigentlich war doch meine Idee, die Leute nicht am Kohlehaufen arbeiten zu lassen. Zumindest einen. Den können wir ja mal ausschalten. Und ich gucke mal ganz kurz hier, wie es jetzt im Augenblick aussieht. Na, jetzt haben wir natürlich hier ein kleines Minus, aber das ist okay. Wir könnten sogar, weil es ist eh nur ein Tag, den anderen aus... Wir haben eigentlich so viel. Naja, mal gucken. Was haben die hier? Zusatzration für Kinder als Reaktion auf den kürzlichen Unfall des des Kinderarbeiters. Verlangen die Eltern, dass arbeitende Kinder Zusatzration erhalten sollten, damit sie mehr Kraft haben und Unfälle vermieden werden. Da sage ich mal, gute Idee. Errungenschaft freigeschaltet. Ist das jetzt gleich ein Gesetz geworden? Ganz kurz gucken. Nee, das nicht. Wahrscheinlich ist es eben einfach so eine Entscheidung, die irgendwo gespeichert wurde. Okay. Die hatten auch doppelte Rationen, ne, für kranke Leute. Wir haben immer noch 4, die nicht behandelt werden können. Leider. Hier arbeiten ein paar Leute. Wir haben jetzt eine ganze Menge Leute, die nicht arbeiten. Wir könnten sehen, kommen die eigentlich zurück? Ja, ne, wir hatten die zurückgeschickt. Wahrscheinlich haben die Leute dabei, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, Aufnahmepause und so. Man wird wahrscheinlich wieder Häuser brauchen, aber die, naja, ich baue die dann, wenn es soweit ist. Wobei, nee, also doch, Häuser schon, aber den Kohlegenerator würde ich ausprobieren. Den können die ja schon mal bauen, ne? Wenn jetzt keiner aktiv ist. Ich weiß nicht, ob man den so mittendrin oder vielleicht über hier. Ja, dann können wir den hier so nach außen bauen. Wird Rohstoffquellen zerstören, das wollen wir nicht. Hier ist grün. Wir bauen das da mal hin und gucken, was passiert. Also ich vermute einfach, dass links und rechts davon oder oben drüber und drunter oder so Kohle Häufchen entstehen. Das ist eine Arbeitsstelle, eine sehr kalte. Ja, okay, das heißt, die Leute, die jetzt nicht Kohle schuften müssen, dürfen jetzt hier draußen Bauarbeiten vorrichten. Werden dann auch krank. Möglicherweise. Ich hatte hier eigentlich den Weg abgerissen. Ne? Das sieht immer noch so ein bisschen komisch aus. Aber naja, Reißbrett erforscht. Sehr schön. Wir können jetzt Technologie der Stufe 1 erforschen. Guck ich mal, was es da so gibt. Generator Dampfleistung kann man erhöhen. Generator Reichweite auch nicht schlecht. Und das kostet jetzt immer Stahl. Das wäre bei Heizung mehr Speer. Das ist auch nicht schlecht. Kohleabbau, was macht das? Ach, das ist denn die Kohlemine? Okay, die können wir natürlich gebrauchen. Macht aus Holz Kohle, oder wie? Also höchstwahrscheinlich, ne? Oder ein Mauerbohrer, das ist ja auch eine schöne Sache. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten, bevor das Eis sie umschloss. 160 Holz pro Arbeitstag. Finde ich auch. Was haben wir hier? Aufrüstung für Sanitätsstationen. Dank verbesserter Werkzeuge und Arbeitsweisen heilen die Arbeiter der Sanitätsstation die Kranken um 10%. Nur 10%. Treibhaus. Hier können robuste Pflanzen angebaut werden, die bis zu 30 Rohnahrung pro Tag erzeugen. Das finde ich auch nett. Und hier eine Baracke. Unterkunft für 10 Personen und die ist eben wetterfest. Oh, das ist eine schöne Sache. Im Augenblick ist halt kühl in den Häusern. Ne? Also das ist eben Generator, Dampfleistung erhöhen oder Sachen wetterfest machen oder Nahrung. Ich glaube, Nahrung geht im Augenblick. Das ist nicht unser erster... Also nicht unbedingt notwendig. Kohlenabbau ist okay. Hm.
Schwer zu sagen. Also ich nehme mal Reichweite. So, damit erstmal der Ring außenrum auch noch ein bisschen geheizt wird. Na, weil die kriegen, glaube ich, gar nichts ab. Na, Wärmezone haben die nicht. So, das würde dann für die hier draußen schon mal das Ganze ein bisschen angenehmer machen. Danach sollten wir Baracken bauen. Nehme ich mal an. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oder eben die Sanitätsstation, weil wir haben wirklich eine Menge Verletzte und es dauert immer recht lange. Wobei eben 10%, ja, wenn es wirklich Tage sind, was Quatsch ist, ne? Ich wollte mir jemanden merken. Ich finde die schon jetzt nicht mehr. Also die ist geheilt, die irgendwie mehrere Tage, also ich vermute, es müssen Stunden sein oder so, nicht 19 Tage. So, hier draußen können wir Leute arbeiten lassen. Wir können, weil es so schön kalt ist, die Heizung anmachen. Geschlossen zu dieser, ach so, schade, schon um 8. Und dann mal gucken, was da passiert. Sägewerk läuft, ist aber eben kalt. Ah, die bringen jetzt 20 Nahrung, also 60, 120. Könnten wir mal ganz kurz gucken, wie es mit dem Essen aussieht. Na, Verbrauch und Gewinn reicht gerade so. Mal sehen, die hier kommen in 3 Stunden wieder, bringen Essensrationen mit. Das heißt, wir könnten sogar morgen eine normale Suppe machen. Kann man das eigentlich aufrüsten? Man könnte noch eine zweite Werkstatt bauen, ne, wenn man zu viele Arbeitskräfte hat oder so, oder zu viele Ingenieure. Bauen wir noch so ein Ding, können mehr Sachen erforschen. Wir haben auch Ingenieure übrig, ne? So, Späher sind zurück, ja, haben Essen mitgebracht und ganz viel Holz und einen Dampfkern. Das sind halt Sachen, die man dann für sowas wie ein Treibhaus braucht. So, wieder Kranke. Jetzt warten die Späher. Wir müssen irgendwie hier in die Richtung, ne? Wetterwarte, da ist ein gelber Punkt dran. Ich denke mal, das ist eben ja, die Suche nach den anderen. Also da müssen wir in die Richtung gehen. Wir hatten an der Brücke noch ein Tagebuch. Nee, doch, okay, haben wir schon gelesen. Brauchen wir nicht nochmal. Kommt mir jedenfalls bekannt vor. Winterheim, ne? Das ist die nächste Stadt wahrscheinlich. Okay, also du dahin. Dauert ein Tag, 21 Stunden. So, dafür haben wir halt 150 Essensrationen jetzt. Und deswegen können wir eben aus der Nahrung, die hoffentlich mitbringen, ein ganz normales Essen machen. Das dürfte die Unzufriedenheit wieder ein bisschen verringern. Und dann wird es ja auch warm und dann ist eigentlich alles gut. Und was wir mit dem hier machen können, da bin ich auch gespannt. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch irgendwie irgendwo arbeiten können. Nehme ich mal, ne? Dass der auch Kohle oder sowas anbringt. War hier nicht gerade irgendein Hinweis? Den habe ich irgendwie verpasst. So, Generator Reichweite erforscht. Jetzt gucken wir mal. Jagdhütte, ne? Ist in Wärmezone und wunderbar warm. Keine Forschung ausgewählt, sorry. Generatorleistung brauchen wir nicht. Ich bin für die Aufrüstung. Und sobald es warm wird, schicken wir wieder Leute raus.
so, Moment, wenn hier keiner arbeitet, kann man die Heizung ausmachen. Tutorial Amputierte. Menschen können durch ernste Erfrierung, Arbeitsunfälle, andere Unfälle oder nach einer schweren Erkrankung und der Rettung durch Radikalbehandlung zu Amputierten werden. Die Amputierten können nicht arbeiten, aber sie müssen trotzdem untergebracht und verpflegt werden. Später im Spiel kannst du Aufwertungen erforschen, die dir helfen, Lösungen für diese Probleme zu finden. Zum Beispiel ein Pflegeheim. Ich hatte das sogar schon, oder? Gesetzesbuch. Radikale Behandlung. Zusatzration für Kinder? Ah, also doch. Ja, und Pflegeheim gibt's? Oder was ist Triage? Wir werden unsere gesamten Anstrengungen der Heilung jenen widmen, die sich schnell erholen können, und opfern dabei jene, die schwach oder schwer krank sind. Ein Viertel der Patienten sterben sofort, zwei Drittel werden geheilt. Geht nicht ganz auf. Irgendwie, oder? Ach so, doch. Doch, geht, ne? Ein paar sterben, ein paar werden geheilt und ein paar bleiben übrig. Wer geht's gut in Mathe, wer? Das ist so ein Zwölftel, glaube ich. Müsste es sein, oder? Das sind drei Zwölftel und danach Zwölftel und ein Zwölftel bleibt irgendwie übrig. Naja, gut, egal. Pflegeheim und dann, das führt dann zur Prothetik. Und muss aber ein muss ich das dann bauen? Ja, du musst den Pflegeheim bauen. Wir haben jetzt im Augenblick nur zwei Amputierte. Also weiß ich nicht, ob das schon notwendig ist. Wir könnten uns auch was Sorgen überlegen, was wir mit den Leichen machen. Wie viele sind denn schon gestorben? Sind überhaupt schon welche gestorben? Ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern. Notfallschicht. Kampfarena ist halt auch eine schöne Sache. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Aber die Leute werden sich vielleicht verletzen oder so. Also das baue ich mir auch noch nicht. Ich muss warten. Okay, es wird warm, aber nicht mehr heute. Das ist jetzt in der Nacht. Jetzt ziehen die Jäger los. Eine schöne Zwischensequenz, das ist schon cool. Er gibt sogar so süße Geräusche von sich. Und jetzt kommt er da so an den Rand und einmal runter, total Schrott. Okay, was haben wir hier? Ich klicke mal an. Unser erster Automaton ist voll funktionsfähig. Dies wird unsere Wirtschaft sehr helfen. Automaten können manuell arbeitende Mannschaften ersetzen. Sie operieren rund um die Uhr und benötigen kurze Pausen, um via Generator wieder aufzutanken. Unsere Ingenieure können ferne Aufwertungen erforschen, die Automatons auch komplexere Arbeiten verrichten lassen. Ah ja. Okay. Das heißt, Arbeitsplatz nichts, Basiseffizienz 60. Mark III Welchman heißt er hier. Auf dem Weg zu einem sicheren Ort. Gucken wir mal. Kohleabbau. Zack. 12 pro Stunde macht der jetzt. An dem arbeiten schon ein paar. Sollte das nicht heute? Ach, dann wird es heute warm. Okay. Alle Arbeitsplätze belegt. Achso, Entschuldigung, klar, sind ja schon Arbeiter drin. Hier auch. Aber was ist dann das? Lager. Ach, ich gucke die ganze Zeit, ne? Warum? Ist das Holzproblem? Egal, wir machen mal ein Rohstofflager. Sammelstelle ist es hoffentlich. Was ist das? Komisches Wetter. Schneit so ein bisschen, ganz viele Kranke plötzlich nach der Kältewelle.
jetzt sehe ich es auch, hier steht voll. Ne? Das ist so ein bisschen, weil das über dem Balken steht, das ist schwer zu erkennen. Okay, aber warum meckern die dann? Temperatur erträglich? Wie sieht es hier voll gut aus? Die ganzen Ingenieure hier sind krank. Wir hatten hier die Heizung nicht angemacht, ne? In der Kältewelle wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. So, hier ist auch alle krank, oder wie? Keiner da, der arbeitet. Wie ist denn das, wenn wir die dann wegmachen? Und ein paar Kinder hier arbeiten lassen? Hier ist wirklich komfortabel. Denen geht's da gut. Und hier müssen Leute arbeiten. Machen wir 5 Kinder, 5 Erwachsene. Aber Holzlager ist immer noch voll. Muss man uns noch sagen, was die hier lagern sollen? Die werden Kohle sammeln. Oh, weil das... Verdammt. Jetzt sehe ich es. Das hat einen Einzugsbereich. Aber hier, mit den Kohlehaufen, weiß ich nicht genau. Oh, hier hinten dran stehen die. Verstehe. Und die sind voll. Oder wie? Ja, dann kommen mal ein paar Ingenieure her. Und die, das habe ich so, da weiß ich noch nicht genau, wie es funktioniert. Hier arbeiten jetzt Leute und holen die auch Kohle von da ab. Weiß ich nicht genau. So, haben die hier eigentlich schon frei? Die 5 Kinder? Funktionstüchtig. Ist hier die Aktivität. Wo ist er denn? Er sitzt tatsächlich hier und wartet darauf, dass es noch irgendwas zu tun gibt. Man könnte natürlich die Leute auch nach Hause schicken. So, geht spielen. Kohlehaufen erschöpft. Das ist der, den er hier abgebaut hat. Wir haben noch Stahl, glaube ich, irgendwo gehabt. Nächste Forschung wird die Baracke sein. So, und die sind halt auch voll. Aber andererseits, ach so, das ist das Einzugsgebiet für die. Oder wir verbrauchen einfach ein bisschen Holz. So, was wollen denn? Mehr Krankenbetten nötig. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der steigenden Anzahl der unbehandelten Kranken. Sie möchten, dass sie das Problem angehen. Das ist eine gute Antwort. Ich verspreche, dass die Kranken behandelt werden. Nicht, dass die geheilt werden. Und in der Krankenstation. Das ist so wie, wir kümmern uns drum. So, könnt ihr auch umbringen. Die Suppe machen oder so.
3 Tage Zeit für eine neue Krankenstation oder um ein Drittel der Kranken behandeln zu lassen. Verdammt, ich habe jetzt drauf geklickt, ne? Ich muss mich entscheiden. Das kann natürlich trotzdem eine Krankenstation sein. Also ich mache das mal so und weiß eben noch nicht genau wie. Es sind immer noch 15. Ein Drittel heißt 5, ne? Also das ist eine neue Krankenstation. Schon bleiben 4. Müssen behandelt, also nur 4 müssen behandelt werden, okay. Und wie lange brauchen die hier noch? Die werden alle frei. Jetzt nur noch 3. Na, es geht. Vielleicht hilft es eben auch ein bisschen, dass wir gesagt haben, es wird schneller werden und wir können natürlich hier Essensrationen ausgeben. In beiden Stationen. Ja, Zufriedenheit ist gut. Er ist unterwegs. Er kann nicht arbeiten, weil wir zu viel Holz haben. Dann lassen wir doch die Arbeit da einfach mal frei. Mal gucken, was er hier macht. 3 pro Stunde. 49 Stahl sind noch drin. Das ist alles soweit ganz gut. Müsste man jetzt wegen der Kohle gucken. Wir haben eine Sammelstelle. Täglicher Gewinn 276. Und Kohlehaufen 210. Aber ich frage mich halt, boah, das ist eben der Kohlehaufen. Wir haben keinen anderen mehr. Das ist der, wo jetzt Leute. Aber wieso sammeln die Kohle? Wo kommt die her? Frage ich mich. Die Speer sind angekommen. Gucken wir mal, was wir da haben. Bei der Wetterwarte. Ne? Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Kohle und Dampfkerne gibt es hier. Düstere Vorhersage, leider klein geschrieben. Wir haben die Aufzeichnungen der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass sie ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig, nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Entdeckte Orte, Kohlemine Winterheim und wir nehmen die Rohstoffe mit. Und wir ziehen dann aber auch weiter Richtung Winterheim. Suche nach anderen Städten, verlassene Stationen. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen. Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Wir werden noch früh genug Antworten haben. Die Hoffnung schwindet ein bisschen. Es werden noch mehr Leute krank. Es müssen jetzt 7 behandelt werden. Ich glaube, ich komme nicht um eine weitere Sanitätsstation rum. Ich werde die mal bauen. Und setze die hier in den Dampfkern mit ran. Ist im Einzugsbereich. Wobei, wir haben ja die Generatorleistung auch erhöht. Das muss da eigentlich gehen. Beziehungsweise nicht Leistung, sondern die Reichweite.
Und demnächst gibt es dann auch bald Baracken. Okay. Hoffentlich hilft es, dass die dann nicht weiter krank werden. So. Holz ist nicht mehr voll. Das mit der Sammelstelle, was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Ein Rohstoffdepot, vielleicht wäre das besser gewesen. Erweitert die Lagerkapazitäten und kann irgendwo gebaut werden. Also ich würde es jetzt hier so. Wahrscheinlich müssen auch Leute arbeiten dann. So, und dann gucken wir mal nach einer. Achso, Kohlemine haben wir noch nicht. Ne, dann können wir im Augenblick nicht viel machen. Also, wir forschen weiter. Und ich sag mal, die nächsten Schritte werden so Aufrüsten der Häuser sein und eine Kohlemine. So, und dann ein Dampfzentrum. Vielleicht ein weiteres Dampfzentrum, mal gucken. Oder dass wir den Generator ein bisschen wärmer kriegen. So, was ist das? Achso, wir können auswählen, was hier gelagert werden soll. Dann nehme ich mal Holz und oder, nee, geht nicht, nur Holz. Ja. Sammelstelle. Ich muss mir das mal durchlesen im Wiki oder so, was die eigentlich macht. Wieso? Wo sammelt die die Kohle her? So, Ingenieure, haben wir da hoffentlich noch welche? Ja. Wir könnten wahrscheinlich hier einen Ingenieur abziehen. Den da drauf packen. Versprechen gehalten, Gesundheitswesen. Du hast den Kranken geholfen. Sie und ihre Familien sind dir zutiefst dankbar. Ja, gerne. Ja, das muss auch sein. Also ich meine, es geht ja nicht nur um die Leute. Ne? Es geht ja darum, dass man Arbeitskräfte hat. So, hier kann wieder jemand arbeiten. Und wir machen normale Mahlzeiten, oder? Kann sein, dass es nicht mehr reicht. Ja, reicht nicht. Wir müssen wieder ein bisschen strecken heute. Und wir sollten aber genug haben, um auch hier nochmal Rationen auszugeben. Ich denke schon, dass es so passt. Ja, gut. Das war's dann wieder für heute. Wir haben ein bisschen was gebaut. Die Leute sind zufrieden, die Hoffnung steigt. Ein Amputierter ist irgendwie dazugekommen, sehe ich gerade. 15 Leute sind in Behandlung. Also, ja, ich bin erstmal so zufrieden mit dem, wie es hier im Augenblick aussieht. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Zieht euch warm an.